Hallo zusammen, hier wieder euer Toschi, Führungscoach für glücklich zur Arbeit und zufrieden nach Hause. Mein heutiger Tipp, beziehungsweise was mir heute durch den Kopf gegangen ist, nach einer Diskussion mit einem Bauern: Wieso kriegen Servicetechniker eigentlich keine Bonis? Du wirst dir jetzt sagen, ja, Servicetechniker, die haben zu arbeiten, die haben ihren fixen Lohn, die machen ja nichts, dass es mehr wird. Das sind die Sales, die das tun, und deshalb haben die keine Bonis. Oder eventuell, ja, wir haben denen ja irgendwie 50 Franken oder so an Boni, die wir ihnen geben. Nun, kurze Story. Bei diesem Bauern, der hat Rolltore beschafft, mehrere an der Anzahl. Da hat ihm der Sales empfohlen, er solle Batterien nehmen, weil die Kabel, die hängen herunter und dann könnten die Tiere die anknabbern, nicht gut. Also hat er die Batterien genommen. Großes Problem, nach einem halben Jahr sind die Batterien leer. Und das sind keine handelsüblichen Batterien, also die kann man nicht einfach so kaufen, sondern die kann man nur bei dieser Firma beziehen. Cooles Businessmodell. Erstens, ich verkaufe Tore mit Batterien, die kann ich nicht irgendwo sonst beschaffen, also müssen die wieder zu mir kommen. Problematik, die kosten 30 Franken, sind aber in dem Sinne nicht wirklich anders, ein bisschen anders gebaut, aber nichts Spezielles. Also man könnte auch handelsnormale Ware nehmen. Bauer unzufrieden, will das was ändern. Wird ihm vorgeschlagen, gut, bau um auf Kabel, wir werden das so montieren, dass es funktioniert. Erste Frage des Bauern, wieso ging das nicht beim ersten Mal gleich so? Gut, das ist eine andere Geschichte, das ist Verkauf, da gibt es genügend, die da Spezialisten sind, aber so sollte man das sicher nicht tun. Servicetechniker kommt, baut diese Tore um. Im Gespräch mit dem Bauern erwähnte noch, ja gut, also diese Tore da mit Batterien würde ich ja sowieso nie verkaufen. Hallo? Für welche Firma arbeitet der Servicetechniker? In einem anderen Video behandeln. Also, was er dann aber auch sagt, ist, ja, die Probleme mit diesen Batterien, dann haben alle immer und die bauen auch um. Er macht das, geht, am Abend will der Bauer das Tor schließen, rums, Kabel kaputt, falsch verlegt. Also, der Bauer mit dieser Firma, oder von dieser Firma, wenn er die nächste Scheune baut, wird er ganz bestimmt kein Tor mehr kaufen, weil da hat er die Nase ganz bestimmt gestrichen voll. Wie könnte man das denn jetzt verändern? Ja, ich sag's euch, bildet Teams. Bildet ein Team regional, der Sales hat wahrscheinlich schon seine Region, Servicetechniker sind wahrscheinlich auch in Regionen, setzt die zusammen und sagt, schaut hier, der Sales kriegt einen Teil seines Bonis direkt, der Rest geht in einen Topf, wir schauen, wie viel habt ihr gekostet, wie viel habt ihr an Mist gebaut und danach, wie viel kann entsprechend eingespart werden und davon geben mich das an euch als Boni weiter. Nun, was wird passieren? Die Servicetechniker, die werden darauf achten, dass sie die Tore wirklich gut verbauen, weil die wollen ja, dass am Schluss viel übrig bleibt und die Kosten nicht hoch sind. Anfangs müssen wir sie ein bisschen schulen und erklären, wie das funktioniert. Sie werden Leads weitergeben, wenn der Bauer eine neue Scheune baut. Wenn sie sagen, schau her, ich sag's dem Sales, er soll vorbeikommen, er wird dir das wirklich Richtige und Gute empfehlen und entsprechend kriegst du wieder ein super tolles neues Tor. Die Servicetechniker untereinander, wenn die hören, dass der eine Mist gebaut hat, wenn das immer wieder vorkommt, die werden ihn sich vorknöpfen, werden mit ihm reden, allenfalls ausbilden oder sagen, schau her Junge, du kostest uns zu viel, wir wollen die Arbeit lieber selber machen. Wir schauen, dass du den Job verlierst und dann ist ein 10 Mitarbeiter mehr weg. 10 Mitarbeiter kriegt er ja bei mir in den Webinaren, könnt ihr schauen, was das ist, ABC-Mitarbeiter. Also, es wird eine Eigendynamik entstehen und die werden sich untereinander pushen. Die werden beginnen, zusammenzuarbeiten, weil sie profitieren am Ende des Monats alle voneinander. Wichtig, du als Unternehmer oder Selbstständiger oder allenfalls als Teamleiter musst dafür sorgen, dass sie die Aufstellung sehen. Wie viel haben wir eingenommen, also wie viel hat der Sales verkauft, wie viel hat uns das gekostet und entsprechend was bleibt übrig. Wenn du das hinkriegst, dann wird entsprechend das Team sich beginnen zu pushen und wollen besser werden, ohne dass es einen Chef braucht, ohne dass es jemand braucht, der kontrolliert und dies und das, sondern die Selbstkontrolle beginnt zu funktionieren. Selbstverständlich muss hier noch das eine oder andere überdacht werden. Wie sieht es mit anderen Teams aus? Was hat das für Folgen bei uns in der Kostenrechnung? Und. Ja, das bin ich mir bewusst. Doch geht es an. Das Potenzial, nur schon in diesem kleinen Tipp, habe ich selbst ausprobiert und selbst durchgezogen, ist enorm.
echt enorm. Wenn ihr da Hilfe braucht, kontaktiert mich, überhaupt kein Ding. Können wir zusammen anschauen und dann könnt ihr das umsetzen. Ich wünsche euch jetzt viele motivierte Servicetechniker. Übrigens müssen nicht nur Servicetechniker sein, Mechaniker im Verkauf von Schuhen, von Kleidern, was auch immer. Ein bisschen Ideen generieren und dann findet ihr Möglichkeiten, wie ihr das hinkriegt, dass die Teams sich untereinander selbst motivieren. Also packt es an auf viele glückliche und zufriedene Mitarbeiter, viele glückliche und zufriedene Chefs und Leader. Und dann wünsche ich euch gute Zeit, viel Erfolg, bis zum nächsten Tipp. Euer Toshi, tschüss zusammen.